Guten Tag, meine lieben Leute. Ich wollte euch nur kurz sagen, dass morgen leider keine Crisis-Folge kommt. Ich kam nicht dazu aufzunehmen. Woran lag's? Keine Ahnung. An verschiedenen Gründen. Ich hatte einfach nicht die Zeit dazu. Ich musste noch so ein paar Sachen erledigen. Privatsachen halt. So Real-Life-Sachen, wisst ihr. Und ich sag mal so, da Crisis sowieso nicht von so vielen gesehen wird, dachte ich mir, gut, ja, lässt die Crisis einfach mal ausfallen, einen Tag. Dienstag geht's dann, ach so, Dienstag. Mittwoch geht's dann aber wie gewohnt weiter mit Harry Potter, der Stein der Weisen, Part 2. Und Donnerstag mit Bloody Trapland und so weiter. Das tut mir sehr leid. Das ist das erste Mal, glaube ich, seitdem ich, oder das zweite Mal, seitdem ich mit der Reihe gestartet habe und ich einen Tag mal ein Video auslassen muss. Aber ich denke, ihr werdet das auch verstehen können. Jedenfalls, die meisten von euch sollten das verstehen. Ne? Manchmal findet man einfach nicht die Zeit. Auch wenn es einem leid tut. Oder die Kraft oder die Motivation auch manchmal, ne? Was ich schon mal verraten kann, ist, dass es diese Woche Freitag nochmal Skyrim gibt. Und ab nächste Woche wird Skyrim erstmal auf unbestimmte Zeit pausiert und ich werde ein neues Projekt starten, ein wesentlich kürzeres Spiel. Und wenn das vorbei ist, geht es mit Skyrim halt auch weiter. Was das für ein Spiel ist. Das könnt ihr nachlesen in den nächsten Tagen. Ich sage noch nicht jetzt, aber in den nächsten Tagen, wenn ihr auf meinen Kanal geht und dann auf Kanalinfo klickt. Dort steht ja der aktuelle Uploadplan über die Videos, an welchem Wochentag welches Spiel kommt. Und da werdet ihr das in den nächsten Tagen sehen können. Ne? Nächsten Tagen heißt maximal bis Ende dieser Woche sollte da das nächste Projekt drinstehen. Ja, das war alles, was ich euch sagen wollte. Ich bitte nochmals um euer Verständnis und ja, dann sehen wir uns oder ihr hört mich am Mittwoch bei Harry Potter Part 2. Jawohl, das wäre alles. Macht's gut, noch einen schönen Abend, euer Tempelmaster.